Da gibt es Höhen, da gibt es, sie ist im Krieg groß geworden, da gibt es Tiefen. Es gibt Dinge, die sie gefreut haben werden, und es gibt Dinge, die sie geärgert haben werden. Mit all dem, was zu ihr gehört und zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem Leben, zu den vielen, vielen gelebten Tagen, all dem vertrauen wir sie heute Gott an. Und sie sagen, sie war ein fröhlicher Mensch, hat sie vielleicht auch gern gefeiert. Und wenn ich mir das Leben bei Gott irgendwie vorstelle, dann vielleicht wie eine Feier, die einfach